Zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde, ne? Fallout, ihr wisst es, ihr habt es erraten. So, aber ich muss ja jetzt nochmal hier die Konsole hacken. Okay, A ist schon mal, O ist schon mal richtig, das nicht, auch nicht. Okay, dann gehe ich mal wieder raus, wieder rein. Diesmal versuche ich nochmal das Protektron zu starten und gehe dann mal dahin. Okay, Thugs ist es nicht, Hatch ist es auch nicht, ist es Taunt? Nein, auch nicht. Gut, dann müssen wir nochmal hier in den Code rein. Manchmal kann es halt ein bisschen dauern. Okay, eins ist richtig. Years sind zwei richtig. Least? Nee? Okay, dann versuchen wir es nochmal. Okay, avoid. Keiner richtig. Dann nehmen wir nochmal Rumor. Auch keiner richtig. Field? Auch keiner richtig. Ja, da habe ich natürlich extrem Pech gehabt, dass ich drei total falsche genommen habe. So, named ist es nicht. Blood ist es auch nicht. Waits? Oh, ist schon blöd, ey. Wenn halt wirklich gar nichts richtig ist, hat mal eine Niete gezogen, ne? Base ist es schon mal richtig. Also gucken wir doch mal A und S vielleicht. Ist hier drin keins. Cared auch nicht. Boah, also manchmal dauert es halt ein bisschen, das zu hacken, ne? Aber wir gucken mal. Ready? 3 vielleicht? Nein. Auch nicht. Boah, ich will das jetzt hier haben, das Passwort. Towns ist nicht richtig. Dann nehmen wir nochmal Land oder Makes. Named. Nee. Krass eigentlich. Versuche übrig. Ja, ich kann ja eigentlich fast nur raten. So, Child. Okay, Hills vielleicht. Auch nur eine richtig. Also ist wahrscheinlich das I oder das H richtig. Guido. Nee. Vor allem Guido, so. Mann, Mann, Mann. Okay, ich versuche es nochmal. Elder. Eins richtig. Dann nehmen wir nochmal Flair. Nix richtig. Hoped. Hoped. Auch nicht. Boah, diesmal habe ich aber echt Pech mit dem Passwort, ne? Man muss halt mal richtig raten. GURPS. Eins ist richtig. Vielleicht Great. Zwei richtig. Also ist es wahrscheinlich G oder R. Ja. Ja. Er sagt's. Protektonsteuerung. Einheit aktivieren. Zugriff auf Kapsel. Einheit wird initialisiert. Bitte weisen Sie Penal, den anderen Platz zu machen. Aktivierung Protektron zu Diensten. Ja, der soll das mal machen. Wo ist der kleine Wichser hin? Beginne Angriff auf feindliches Ziel. Ja, soll er mal machen erstmal. Ich warte hier erstmal. Er macht das schon. Er macht das schon hier. Oh, 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 oh. Aua, 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 aua. Auf, Hauptsache, er schießt jetzt nicht auf mich gleich wieder direkt. Wie die Besten sind, Mann. Boah, die Granate, ne? Die Granaten sind echt richtig übel. Oh ja, schön explodiert da oben. Wo ist denn der, dieser Raider? Oh, boah. Lol. Ja, ich sollte vielleicht auch nicht direkt hier in den Raum reinrennen. Dann werden einem halt mal die Arme abgesprengt, ne? Wäre auch geil, wenn ich so einen da einfach reinlocken würde. Der würde die alle machen. Und jetzt, ne? Jetzt werde ich nicht nochmal dieses verfickte Passwort. Aber ich mache drei Versuche, okay? So, Store, zwei Treffer, das ist natürlich schon mal gut. Okay, Store, zwei, vielleicht das hier. Vier Treffer, Shots. Boah, okay, vielleicht South. Nö, okay, dann ist jetzt halt gesperrt. Geht halt dann nicht so, ne? Genau, und ich wollte mal eben kurz gucken, was ich hier, wo habe ich denn meine Waffen, ne, Molotov-Cocktail, so, ne? Kann ich auch Molly werfen? Ne, das geht nicht. Pirschen wir uns doch erstmal ein bisschen ran hier. Wer? Du bist sowas von tot! Oh, oh! Wie hab ich den jetzt geworfen? Geht ziemlich hart. Boah. Ja, ist. Wenn euer Plan ist, dann HF, ey. Aber so easy bin ich jetzt auch nicht zu töten, ne? Dieser scheiß Geschützturm da, der muss jetzt weg, ey. So, jetzt halt kurz mal Pause hier. So, ich mach den jetzt. Ganz in Ruhe mache ich den jetzt. Solange er jetzt nicht da runterkommt und auf einmal von hinten in den Rücken schießt. So, den haben wir schon mal. Jetzt ist nur noch Jared am Leben. Oh, guck mal hier. Ja.
Oh, lol, der dritte war gut. Mein Gott, der hat doch viel verpackt jetzt hier, ne? So, dann schauen wir doch mal, was die Kollegen so Schönes für uns haben hier. Splittergranate. Was hast du Schönes für uns? Nicht so viele geile Sachen jetzt. Aber hier, wo war denn die Treppe? Irgendwie muss ich ja da rüberkommen, ne? Da oben drauf. Aber eigentlich muss ich auch die Treppe runter, aber... Erstmal will ich wissen, ob die da irgendwas Cooles hatten. Aber ich glaube, so weit kann ich nicht springen, ne? Ah, ja, geil. So, erstmal hier rauf. Das nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Jetzt hebt man noch irgendwie eine ganze. Mit Leuchtvisier, Impro-Pistole. So, dann schauen wir mal. Hier ist noch... Ah, Gronak der Barbar. Haha. So, was haben wir hier noch drin? Nix. Dann gucken wir doch mal hier an Jareds Terminal. Was er da so gemacht hat. Überfragt, sich niederlassen. Die Experimente gehen weiter. Sie ist hier. Turmsteuerung. Tja. Deaktivieren wir mal, falls hier noch irgendwo draußen einer steht. Ach, guck mal. Da kommen welche. Ihr könnt mich mal. Ja. Ne? Ihr Lappen. So, was ist hier noch für ein Terminal? Nix. Ein Schraubenzieher kann ich aber auf jeden Fall immer gebrauchen. Kann ich hier noch irgendwas ausbauen? Nö, da ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Okay, dann können wir uns ja jetzt hier verpissen, nachdem ich hier in die Luft gesprengt habe, ne? Und einfach mal hier in die Tür gehen, wo ich eigentlich hin sollte, ne? Commonwealth, da muss ich also lang. Also muss ich doch schon mal nach außen, ne? Ist schon krass. Wenn du rennst, bist du lauter, als wenn du gehst. Ja, ach, ehrlich? Ne, ehrlich? Also, da ist jetzt überhaupt nicht dran gedacht, so, ne? Tja, schade so, ne? Okay, gucken wir mal, wenn er hier fertig geladen hat, wo ich dann auskomme, aber wahrscheinlich einfach irgendwo... Ich bin ja, glaube ich, hoch... Bin ich hochgelaufen? Ne, ich bin... Ja doch, oder? Hoch? Runter? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, ob wir jetzt irgendwo oben auskommen in dieser Festung und ich dann außen nochmal irgendwo langlaufen muss oder so. Kann ja mal sein. Kann ich zumindest nochmal einen Schluck sauberes Wasser trinken, nicht wie der Typ hier immer schmutziges, ne? So, Kette. Okay, machen wir die nochmal ab. Lol, jetzt kann ich hier rein. Okay. Habe ich die jetzt alle gekillt? Sind jetzt alle tot? Kann ich jetzt wieder nach Hause? Kann ich jetzt wieder zu denen hier nach Hause? Ach, guck mal. Kann ich sogar. Jawoll! Und tschüss, ihr Penner. Habe ich das so geschafft? Oh, guck mal, so ein Wagen. Ja, ob man sich wohl wirklich so einen Wagen kaufen kann, bauen, reparieren? Wahrscheinlich eher nicht so, ne? Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass nicht. Wäre natürlich auch ein schönes Auto für Car-Mechanik, ne? Also, wäre schon nice. Muss ja echt mal sagen. Okay. Da ist sie doch. Pass auf. Hier. Hast du die Raider gefunden? Ich habe die nicht nur gefunden. Ich habe die sowas von in den Arsch getreten. Ich habe ihn für euch in den Arsch getreten. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten. Und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Ja, cool. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Okay. Danke nochmal. Ja, machen wir doch. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Klar. Tauschen? Ach, guck mal. Hier hast du, ich habe ein paar Klemmbretter für dich und eine Babyrasse habe ich dir auch noch mitgebracht. Und Billardkühen. Guck mal, Brotkasten wolltest du mal haben, oder? Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Ja, muss man auch. So, wo muss ich denn hin? Gibt's kein weiteres... Ah doch, hier gibt's wohl ein weiteres... eine weitere Quest. Sprich mit Preston Garvey. Okay, da gehe ich da doch mal hin und spreche mal mit dem Kollegen Bratwurst, ne? Oh, das ist aber... Werden auch von Mutantenhunden begleitet. Das wäre doch wohl ein geiler Hund für mich. Kann ich meinem Hund nicht irgendwas spritzen, dass der so aussieht? So ein riesiger, bulliger Hund, der durch jede Tür durchspringen kann? Also, finde ich ja schon episch, muss ich ja sagen. Also, gefällt mir schon ganz gut, das Vieh. Guck mal, sogar noch ein Schwanz. Dass die den nicht abreißen, ey. Kauen die sich doch bestimmt selber weg nach der Geburt, diese Viecher. Und ziemlich kleine Arschmuskulatur da hinten für diesen riesigen Oberkörper. Wie der wohl schnell laufen sollte. Also das sehe ich ja nicht, dass er das kann. Was haben wir hier? Das ist die Rüstungswerkbank. Okay, dann gehen wir als erstes Mal
hier herüber und quatsche mal mit die Type. Preston Garvey. Okay, dann soll ich den jetzt vielleicht nicht töten. Hi. Ja, komm. Kümmere dich gut um deine Waffe und sie wird dich nie im Stich lassen. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Da waren zwei Leute. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Aha. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ja, nice. Ich muss dich was fragen. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber ja. Ich habe dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Ja. Ich bin ganz Ohr. Hast du mal vom Quincy Massaker gehört? Quincy Massaker? Was ist da passiert? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Die Minutemen verrieten sich gegenseitig. Oh. Und die Leute, die sie schützen sollten. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Tja. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Ja. Okay. Ich weiß, wie es sich anfühlt, allein zurückzubleiben. Kann man eben sagen. Ja, lol. Schätze, das tust du. War schon deshalb krass. Rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen, aber ich glaube, du schon. Ja, aber warum du nicht? Warum kannst du die Minutemen nicht anführen? Ja. Weil ich keine Hä? Was passiert? Was ist denn hier? Bist du doof oder so? Ja. Entschuldigung. Also, was sagst du? Willst du der Anführer sein, den das Commonwealth braucht? Wirst du die Minutemen wieder aufbauen? Ja, wieso nicht, ey? Okay, ich mach's. Gut. Ja. Sehr gut. Ich mach's. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Ja, wenn ich die aufbauen soll, ist das natürlich ein Anfang. Ich werde an deiner Seite sein, General. Mann. Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Ja, echt mal. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als ja, nur schön, ein bedeutungsloser ey. Titel. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ja, mal da mich damit zu tun. Auf deiner Karte. Wie auch, einfach nur guckt so. Raus, was sie wollen. Ja und? Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Geht ja wohl nicht. Ja, wir können natürlich mehr Siedlungen gebrauchen, aber können wir echt mehr Siedlungen gebrauchen? Ja gut, dann gucken wir doch mal, wo wir hin müssen. Da soll ich jetzt hin? Die Oberlandstation? Ach du Scheiße. Okay, ja dann gehen wir doch mal hier hin. Und guck mal, ob da noch sich ein paar böse Leute rumtreiben, ne? Ah, mit den Skills Action Boy und Action Girl regenerieren sich deine Aktionspunkte schneller. Das ist natürlich gut. Mhm. Aber erst, wenn man ein besseres Aim hat. Also, so nicht. Ja. Ich habe gerade mal einen Schluck getrunken. Entschuldigung, ne, falls man das gerade gehört hat. Aber so ist es manchmal. Und jetzt warten wir einfach mal, bis wir hier da mal durchgeladen sind. Macht aber nicht. Meine Fresse, dauert aber echt lange jetzt diesmal. Aber auch nur, weil ich natürlich wieder im ganz anderen Gebiet bin, ne? So, wohin muss ich denn? Ich muss ungefähr in diese Richtung. Dann gehen wir doch mal hier außen an dieser großen Stadt vorbei, nicht? Und meine Stadt, ich glaube in der nächsten Folge oder einer der übernächsten Folge werde ich mal ein bisschen meine Stadt aufbauen. Oder vielleicht mache ich es auch offscreen. Obwohl, nee, das erste Mal zusammenbauen mache ich natürlich mit euch, ne? Ist ja kein Problem. So, ist hier irgendwo ein Vieh? Nein. Okay, da soll ich also irgendwo in dieser Richtung soll es also irgendwo sein. Ja, dann. Militärfrequenz. Ja, würde ich ja dann hören, wenn jemand was sagt. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Aha. Hier ist Geläte Halen vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arx Ferrum 9, 5.
Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Ja und? Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Okay, Polizeirevier Cambridge. Ach, da ist Polizeirevier Cambridge. Aber ich muss jetzt erstmal hier zu einer Siedlung. Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Ja, aber dann mach ich das jetzt nicht an. So. Und ich mache mir jetzt bestimmt keine Mucke hier an. Oder? Soll ich mal klassisches Radio anmachen? Ach, ist wunderschön, diese Stille hier. Was hat denn hier? Porte Diner. LOL. Oh. Für einen Penner. Muss ich mal verarschen mit jetzt. So, wo ist denn hier diese Siedlung? Ist sie da in der Brewery vielleicht? Ja, sie ist in der Brewery. Und dann gehe ich doch mal hier über die Brücke. Ich will jetzt nicht durch das Wasser schwimmen, dann verstrahle ich mich ja nur noch mehr. Ja, das geht nicht. Ich kann nicht so ein Verstrahlten werden hier, ja? Ich sehe zwar schon aus wie so ein Verstrahlten, aber so ist das nun mal. Ich brauche ein paar coolere Sachen irgendwie. Ist auch nur Verarsche, das Radio, oder? Diamond City Radio. Aber ich mach das mal lieber nicht an. Ne? Ihr wisst ja, das gibt immer Probleme mit YouTube, sowas. Ist schade. So. Bienenbrauerei. Hier gehe ich jetzt mal rein. Guck mal, was hier drin los ist. Hier sind doch bestimmt ein paar Raider, die auf Fresse wollen, ne? Jetzt gleich sagen die mir, ja, das ist ein Raider in der Bienenbrauerei. Und dann sage ich, ja, war ich da. Die waren wie McDrive, ja? Vorbeigehen und mitnehmen, ne? So easy war das. Ja, so. Guck mal, ist hier jemand? Okay, da sind nur Puppen. Ist das ein volles Bier? Gwyneth Brew, Flasche. Was war hier noch? Erkenntnismarken, die nehme ich auch mal mit. Das wird sicher lustig. Ja, das wird sicher richtig lustig, du Opfer. Das war's. Bleib doch liegen. Bleib doch liegen. Ich hatte es ihm gesagt. Ich hatte es ihm gesagt. Ich hatte es ihm gesagt. Ja. Scheißding, ey. Mann. Er hat aber auch nichts Gutes hier. Nur Bier gesoffen die ganze Zeit und gepennt, ne? Direkt im Erdgeschoss. Okay. Da ist nichts mehr. Was? Hey. Komm, triff doch. Er muss seinen Kopf auch nicht da raushalten. Wo ist der kleine Wichser hin? Hier ist der kleine Wichser hin. Und der Hund vom kleinen Wichser ist auch dabei. Oh, guck mal, da drüben. Wie man auch gar nicht kaum trifft durch diesen super krassen Recoil, den dieses Ding hat. Ey, oh, ist aber einer. Aber nicht gut. Immer schön mir folgen. Ja, oh scheiße, ne? Ja. So ja nicht. Oh, von wo schießen die denn? Ja. Ja, ich hab die Augen zerschossen, Junge. Tom, der Turm. Der hält anscheinend viel aus. Lol, der regeneriert sich wieder? Der Bastard? Jawoll. Ja, ich bin blind. Dann steh auf zu schießen, wenn du blind bist, du Lappen, ey. So, der hat aber bestimmt eine geile Waffe dabei, oder? Oh, Stimpak. Ich brauche unbedingt ein Stimpak. Hilfsmittel. Habe ich eins? Ja. Von wo schießt der denn noch? Von hier unten irgendwie oder was? Lol, von da. So, tot ist er. Okay. Noch irgendwo jemand? Nö. Wie komme ich denn da drüben hin? Ich hätte da direkt links gehen müssen, hier oben. Gut, gehen wir doch da einfach mal wieder hin, ne? Aber, was der Geiles gedroppt hat, ne? Das zeige ich euch erst in der nächsten Folge, ne? Deshalb, bis dahin, haut rein, ich quicksave, tschüss!